Quo Vadis Geisteswissenschaften? Welche Rolle spielen die Geisteswissenschaften in unserer Gesellschaft? Wofür sind Geisteswissenschaften zuständig? Wie soll geisteswissenschaftliche Arbeit im 21. Jahrhundert aussehen? Versuch einer Standortbestimmung. Ich freue mich sehr, über die Geisteswissenschaften im 21. Jahrhundert kurz zu Ihnen sprechen zu dürfen. Geisteswissenschaften heute haben zweifellos oft kein besonders gutes Renommee. Geisteswissenschaftler gelten als notorisch weltabgewandt, als verstaubte Existenzen, als Archivare, die begraben werden unter ihren Quellen und Büchern. Und das Bild, das den Geisteswissenschaftler in der aktuellen Wahrnehmung vielfach immer noch prägt, ist im Grunde das Gemälde von Karl Spitzweg, der arme Poet im Dachzimmerchen, durch das der Regen rinnt. Und das dokumentiert im Grunde jemand über die Armutsgrenze hinaus, den zwar die Liebe zu Büchern aufrecht erhält, der aber sonst im Leben es zu eher wenig gebracht hat. Diese Vorstellung ist mir selber durchaus in meiner Berufslaufbahn begegnet und ich kann Ihnen eine kleine Anekdote berichten, die ich ganz komisch finde. Ich war vor 15, 20 Jahren Assistentin an der Ruhr-Universität Bochum, gerade mit der Doktorarbeit fertig und war gerade liiert mit meinem jetzigen Ehemann, Kunsthistoriker, gerade mit seiner Doktorarbeit fertig, ebenfalls Assistent. Wir wohnten in einem Arbeiterviertel in Bochum, gingen eines Abends in die Kneipe nebenan, tranken ein Bier und wurden von dem Wirt gefragt als neue Gäste, hört mal, was macht ihr denn so auf der Arbeit? Dann sagte ich zu ihm, Historikerin. Daraufhin überlegte er eine Minute, es ratterte ihn ihm förmlich. Dann verschwand er in der Küche, kam mit einem Einwegglas mit Erbsensuppe zurück, drückte mir das in die Hand, gab mir ein 5-Mark-Stück dazu und sagte, damit ihr auch mal was Anständiges zu essen bekommt. Also seine Vorstellung von Historikern und Kunsthistorikern war auch die von Menschen, die hart an der Armutsgrenze leben und denen man mit einem Wegglas mit Erbsensuppe einfach die Woche über aufhelfen musste. Ganz so schlimm ist es in den Geisteswissenschaften nicht, aber das Reden über die Krise der Geisteswissenschaften in den Feuilletons und in den Medien hat natürlich durchaus seinen Grund. Ich erwähne etwa nur auch als wissenschaftspolitische Texte die Empfehlung des Wissenschaftsrats vor einigen Jahren, die diese Krise der Geisteswissenschaften noch einmal sehr klar benannt haben. An den Universitäten sehen Sie die Krise der Geisteswissenschaften auch darin, dass etwa systematisch kleine Fächer abgebaut werden, die immer auch zum Profil der Geisteswissenschaften gehört haben. Also Fächer wie etwa Sorbistik, Kaukasiologie, Armenologie etc. etc. haben nur noch einen verschwindend kleinen Teil an Studierenden, spielen im Fächerkanon keine Rolle mehr und werden über kurz oder lang in den nächsten Jahren sicherlich zunehmend auch noch von der Bühne verschwinden. Damit einhergeht, gehen Krisenphänomene auch in anderer Hinsicht. Das beginnt bei den Studierenden. Ich glaube, heutzutage würde man jungen Studierenden nicht unbedingt raten, die Laufbahn eines Geisteswissenschaftlers einzuschlagen. Man würde andere Fächer empfehlen, man würde sehr stark plädieren für die Medizin, für die Natur und für die Ingenieurwissenschaften und würde, glaube ich, nicht mehr das Geisteswissenschaften so empfehlen, wie dies früher der Fall war. Wir sehen es auf der Ebene der Studierenden, wir sehen es auch auf der Ebene der Professoren, Stichwort Professorenbesoldung auch in den Geisteswissenschaften, ist ein Thema, das die Wissenschaftsorganisationen und die Förderpolitik umtreibt, auch im Sinne davon, wie können wir gute Professoren etwa in den Geisteswissenschaften mit einer W2-Besoldung halten in großen Städten wie Köln oder München, wenn diese W2-Professoren mit ihrer Besoldung nicht in der Lage sind, mit ihren Familien in den Zentren der großen Städte wohnen zu können. Das könnte man jetzt unendlich fortführen, das will ich aber gar nicht tun, denn man sollte sich nicht in Leidensgeschichten verlieren, sondern wir sollten überlegen als Geisteswissenschaftler,
wohin geht unser Weg, welche Rolle spielen wir in der Gesellschaft und wie können wir diesen Weg verfolgen. Es wird Sie nicht wundern, dass ich als Historikerin davon ausgehe, dass wir als Geisteswissenschaftler durchaus eine gewisse Rolle haben, dass man froh sein kann, dass es uns gibt. Dennoch möchte ich, ausgehend von diesem Grundverständnis, in den nächsten Minuten die Gelegenheit nutzen, zu versuchen, den Standort der Geisteswissenschaften im 21. Jahrhundert in der heutigen Situation ein Stück weit zu bestimmen. Und ich möchte Ihnen bei der Gelegenheit auch einen kleinen Einblick in unsere Kölner Hexen-Lehrstuhl-Werkstattküche geben. Wofür sind Geisteswissenschaftler zuständig? Ganz allgemein sind wir häufiger Generalisten. Das Fächerprofil ist häufig weniger stark zugeschnitten, als dies etwa natürlich in der Medizin, in den Natur- und Geisteswissenschaften der Fall ist. Und natürlich ist es so, dass wir als Geisteswissenschaftler ein Stück weit zurückfallen, wenn es um Zukunftsprojekte, um Zukunftsplanung geht, dass wir ein Stück weit zurückfallen hinter den atemberaubenden Projekten, die etwa gerade auch in den Naturwissenschaften präsentiert werden. Wir haben im Bereich der, im Vorfeld der Exzellenzinitiative, etwa im Rahmen des Hochschulrats der RWTH Aachen, dem ich angehöre, systematisch die Projekte der Universität präsentiert bekommen. Zum Beispiel einen großen Projektbereich Altern in der modernen Gesellschaft, in der Projekte präsentiert wurden, die ich faszinierend gefunden habe und die es erlauben werden, etwa viel länger auch eigenständig zu Hause sein zu können, als dies vorher der Fall war, etwa mit sensitiven Kleidungsstücken, die anzeigen, ob der Blutdruck steigt, oder sensitiven Touchflächen anstelle von Tapeten, die genau etwa ermessen können, ob Personen dehydriert sind oder nicht. Das sind atemberaubende, gesellschaftspolitisch relevante Projekte, mit denen wir in dieser Weise als Geisteswissenschaftler nicht punkten können. Aber auch wir haben Stärken und diese Stärken liegen keineswegs alleine im dekorativen Bereich. Ich kann mich erinnern, als in meiner kurzen Zeit als Professorin vor 10 Jahren an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, wurde man immer gerne angerufen von Kollegen aus anderen Wissenschaftsbereichen, die sagten, hören Sie mal, können Sie denn nicht Ihre Doktorandin, können Sie nicht Ihre Studierenden auch mal zu uns schicken? Bei uns findet das Sommerfest statt und wir haben so wenig Frauen dabei. Das sind natürlich Aufforderungen auch zur dekorativen Ausschmückung, über die man ein klein wenig lächelt, bei denen man aber auch denkt, ein klein wenig mehr haben wir als Geisteswissenschaftler schon auch anzubieten. Nämlich was? Wir sind zuständig für den großen Bereich Kunst, Literatur, Geschichte, Erinnerung, Spezialisten für Erinnerung, für die Museumsentwicklung. Wir sind zuständig für die Deutung der Vergangenheit, für die kritische Reflexion der Vergangenheit. Und aus den Reihen der Geisteswissenschaftler stammen auch die Public Intellectuals, die sich in den Medien zu gesellschaftspolitischen Fragen zu Wort melden. Geisteswissenschaftler scheinen mir besonders wichtig zu sein, gerade auch an den technischen Universitäten, etwa auch als kritische Korrektive und als diejenigen, die diese Prozesse der Modernisierung, der Technisierung, der Globalisierung in unserer neuen modernen Welt begleiten und auch kritisch kommentieren. Gerade an technischen Hochschulen scheinen mir Veranstaltungen wie Ethik für Ingenieure zum Beispiel zentral auch für die Ausbildung in den anderen Wissenschaftsbereichen zu sein. In 5 Jahren Paris habe ich festgestellt als Direktorin des DAI Paris, welche Rolle die Geschichtswissenschaft immer noch spielt, etwa auch im Zusammenleben Europas und gerade auch Westeuropas. Das waren meine letzten Amtshandlungen am Pariser Institut, große Projekte gemeinsam mit französischen Kollegen und Institutionen auf den Weg gebracht zum Ersten Weltkrieg. Es beginnt jetzt in Frankreich und wird in den nächsten Jahren noch zunehmen. Es beginnen die Feierlichkeiten, 100 Jahre Erster Weltkrieg. Und dieser Erste Weltkrieg hat für Frankreich bis heute eine zentrale Rolle in der Geschichte und im Identitätsverständnis des Landes. Wenn Sie durch Nordfrankreich fahren, wenn Sie die Kriegerdenkmäler sehen, wenn Sie die Friedhöfe sehen mit den weißen und den schwarzen Kreuzen, wenn Sie einmal in Verdun gestanden haben, in dieser zerklüfteten Landschaft mit den Bombentrichtern,
Und wenn Sie dann mit den französischen Kollegen sprechen, dann werden Sie immer feststellen, dass diese Geschichte Deutschland-Frankreichs im 20. Jahrhundert immer noch eine elementare Bedeutung für die Franzosen hat, die man auch nicht auf keinen Fall unter den Tisch kehren sollte. Ich hatte in Frankreich in meiner Zeit viele öffentliche, also viele repräsentative Verpflichtungen. Ich war eingeladen zum Mittagessen im Hotel Crillon mit ehemaligen Resistancekämpfern, die mit ihren Orden anwesend waren und bei denen man verstanden hat, dass die gemeinsame Geschichte, das Nachdenken über Europa nicht ein Diskurs der Feuilletons ist, sondern etwas, was in Europa auch gelebt werden muss. Ja, von Paris nach Köln. Wie kann geisteswissenschaftliches Arbeiten aussehen? Und ich hatte Ihnen versprochen, auch einige kleinere Aktivitäten aus unserem Kölner Umfeld, aus dem Umfeld der Frühneuzeitgeschichte zu benennen. Unser Leitbild umfasst 4 Begriffe: Forschen, Lehren, Publizieren und Vermitteln. Alle 4 Bereiche hängen eng miteinander zusammen. Und natürlich ist die Forschung die vornehmste Aufgabe eines Professors oder eines Hochschullehrers, aber die Tätigkeit des Hochschullehrers spielt eine ebenfalls zentrale Rolle. Und hier, denke ich, müssen wir gerade in den Geisteswissenschaften uns in Zukunft bemühen, uns auf die neuen Zeiten frühzeitig einzurichten. Wir tun dies in Köln, in unserem Umfeld, und wir haben uns erlaubt, Ihnen kleinere Prospekte mitzubringen. Wir tun dies in besonderer Art und Weise, nämlich mit dem Aufbau eines großen Schwerpunkts in den Digital Humanities. Vorhin war die Rede von Büchern und Buchpräsentationen. Auch das spielt bei uns nach wie vor eine Rolle. Aber die Digitalisierung der Welt, die moderne Welt, die Online-Welt, kann man und sollte man nicht aus dem Blickfeld verlieren. Und wir sehen es als unsere Aufgabe an, mit den entsprechenden Projekten die Studierenden schon früh auf die digitale Welt vorzubereiten. Wenn ich bei den Studierenden abfrage, was wollt ihr denn im Leben mal machen, dann kommt häufig die Vorstellung, ja, ich schreibe eine ganz tolle Doktorarbeit und dann werde ich von einem Verlag entdeckt und dann sitze ich bei Suhrkamp und werde Cheflektor und streiche mit einem Bleistift die Manuskripte bisher unentdeckter Autoren an, denen ich zu Größe und zu Publizität verhelfe. Das ist eine Vorstellung, die ich jetzt nur minimal übertrieben habe. Tatsächlich ist die Welt der Verlage, die Welt der Geisteswissenschaftler eine Welt, in der man sich mit digitalen Medien auseinandersetzen muss. Und ausgehend von dieser Grundannahme versuchen wir, diese Techniken sowohl in den Forschungsprojekten kritisch zu begleiten, als etwa auch in der Lehre zu vermitteln und den Studierenden die entsprechenden Kompetenzen beizubringen. Die Lesepunkte sind zum Beispiel das Projekt, das das Lesen gedruckter Bücher mit der Präsentation in einem Online-Medium im Netz verbindet. Wir arbeiten hier mit zahlreichen Schulen, mit 70 Schulen in Nordrhein-Westfalen, Bayern, anderen Bundesländern zusammen, die mit den Lehrern und den Schülern zusammen, die Lehrer und Schüler bekommen von uns historische Sachbücher, Jugendbücher, und die Schüler rezensieren diese Bücher und präsentieren ihre Rezensionen im Journal Lesepunkte, dass sie Open Access online im Netz finden. Also eine klassische Kulturtechnik, das Lesen eines Buches, wird verbunden mit einer behutsamen Heranführung an die neue moderne Online-Welt. Und ich kann nur sagen, in aller Bescheidenheit sagen, das Konzept Lesepunkte geht auf. Wir haben hier eine Vielzahl von Veranstaltungen durchgeführt. Wir werden auf der nächsten Lit Cologne auch präsent sein mit den Lesepunkten. Und das sehen wir als eine Möglichkeit an, schon in einem frühen Stadium der Ausbildung und der Entwicklung, nämlich hier bei Schülern, diese neuen Fertigkeiten und die neuen Notwendigkeiten des Umgangs mit der digitalen Welt zu vermitteln. Das ist auch ein Projekt, das einfach Spaß macht, wenn man sieht, wie eifrig die Schüler mit dabei sind, wie gerne Schüler lesen, aber wie gerne sie dann auch etwa für Online-Journale schreiben. Andere Projekte, die wir in Köln betreiben, sind etwa Rezensionsjournale im Netz oder Fachjournale, E-Journals im Netz, die am Kölner Lehrstuhl angesiedelt sind, in Verbindung mit der Bayerischen Staatsbibliothek.
Das sind Journale, die Qualitätssicherungsverfahren unterliegen, bei denen es Review-Verfahren gibt. Und dahinter steht eigentlich das Konzept von der Wiege bis zur Bahre mit Journals und solchen Fachportalen im Internet auch Geisteswissenschaftler zu begleiten und auch entsprechende berufspraktische Tätigkeiten zu vermitteln. Zu den zwei anderen Bereichen Forschung und Vermittlung möchte ich Sie kurz hinweisen auf ein großes Forschungsprojekt zur Adelsgeschichte, zur rheinischen Adelsgeschichte und seinen Frankreich-Beziehungen. Das ist ein international angelegtes Projekt mit internationalen Stiftungen und Kollegen, in denen wir erschließen den Briefwechsel der Constance de Salm. Die Constance de Salm, die Prinzessin von Salm, war eine interessante Autorin des 18. Jahrhunderts, eine Revolutionärin, die sich für die Rechte der Frau eingesetzt hat, die sozusagen zu den revolutionären Kämpferinnen gehörte, die dann einen rheinischen Fürsten geheiratet hat, nämlich Josef Fürst Salm-Reifferscheid, dessen Namen sie sicherlich gehört haben. Beide residierten auf Schloss Diek bei Düsseldorf die Hälfte des Jahres. Die andere Hälfte des Jahres führten sie einen Salon in Paris, an dem die intellektuellen Größen der Zeit teilnahmen. Alexander von Humboldt zum Beispiel, der Opernkomponist Martini, Schauspieler wie Talma, Alexandre Dumas, die Crème de la Crème der europäischen Intelligenzia des 19. Jahrhunderts. Constance de Salm hat einen Briefwechsel hinterlassen von 7000 Briefen an sie und von ihr verfasst, indem sie mit den genannten Personen mit einem Netzwerk von 150 Intellektuellen in ganz Europa korrespondiert hat. Wir sind gerade dabei, diesen Briefwechsel zu erschließen, der in dreifacher Hinsicht interessant ist. Er dokumentiert für das 19. Jahrhundert die Befindlichkeit einer postrevolutionären Elite am Beispiel des Kreises um Constance de Salm. Er dokumentiert aber auch die Bestrebung einer Autorin im 19. Jahrhundert, sich auf dem Buchmarkt und dem literarischen Markt der Zeit zu beweisen. Und zuletzt, und das ist vielleicht für Sie dann auch interessant, zeigt er auch den Prozess der politischen Neuformierung des Rheinlandes im frühen 19. Jahrhundert. Das ist eine interessante, kulturhistorisch außerordentlich interessante Quelle, die wir haben digitalisieren lassen, die ab Ende des Jahres im Netz online verfügbar sein wird und bei der ich hoffe, dass dann die Forschung auch sich damit entsprechend wird beschäftigen können. Constance de Salm, also eine prominente Autorin des 18. Jahrhunderts, die ein langes Leben gehabt hat, 1845 gestorben ist und von Stendhal, dem berühmten großen Literaten Stendhal, mit den Worten gewürdigt wurde: Von allen fetten Frauen, die er kenne, sei sie die am wenigsten sensible gewesen. Also sie muss auch ein klein wenig ihre Zeit und ihre Zeitgenossen polarisiert haben, durchaus auch polarisiert haben. Zu dem Bereich der Adelsgeschichte gehört auch ein Projekt, das zudem jetzt ein Buch erscheinen wird Ende des Jahres, nämlich Im Banne Napoleons, Rheinischer Adel unter Napoleon, in dem wir Quellen aus den rheinischen Adelsarchiven präsentieren und auch da hoffen, die rheinische Geschichte des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts auch neu beleuchten zu können. Soweit zu den Aktivitäten. Wie sollen Geisteswissenschaftler im 21. Jahrhundert arbeiten? Ich möchte ganz zum Schluss im Grunde mit zwei Forderungen oder mit zwei Behauptungen schließen. Zum einen möchte ich durchaus noch einmal mein Motiv von gerade aufgreifen und sagen, es gibt uns und es lohnt sich, dass es uns gibt und wir sollten als Geisteswissenschaftler bleiben. Wir haben eine Rolle zu spielen, aber damit wäre auch meine zweite Forderung oder meine zweite Behauptung verbunden. Nämlich, um wertgeschätzt zu werden, müssen wir uns erstens selber wertschätzen als Geisteswissenschaftler. Und wir müssen aber manchmal auch ein Stück weit mehr den Blick, das sage ich ganz selbstkritisch, den Blick von unseren Gegenständen nach außen richten und müssen den Aspekt der Vermittlung über die Fachcommunity hinaus einfach immer auch vor Augen haben. Worte wie Professionalisierung, Wettbewerb, Pragmatismus,
sind Worte, die manchmal in den Geisteswissenschaften noch gar nicht mal so gerne gehört werden. Aber meiner Auffassung nach sind wir es uns selber als Wissenschaft, aber auch unseren Studierenden und den Nachwuchswissenschaftlern schuldig, diese Begriffe zu haben und zu leben und uns damit auch ein großes Stück an die moderne Welt anzupassen. Mythos Elfenbeinturm war das Fragezeichen, mit dem mein Vortrag begonnen hat. Und man kann es eigentlich nur mit der Bemerkung schließen, Elfenbeinturm war und in jedem Fall wird er nicht mehr sein, sondern die Devise muss lauten, raus aus dem Elfenbeinturm und hinein ins wirkliche Leben. Vielen Dank. Applaus